nur Fastfood unter 500 Kalorien essen werden. McDonald's, Freunde, Burger waren schon deutlich unter 500 Kalorien. Das ist jetzt einer, der genau an der Grenze quasi ist. Also wenn dieses Video 1400 Likes hat, dann machen wir die 20.000 Kalorien Challenge. Boah, ist komplett smooth, ne? Boah, das ist 500 Kalorien. Ich hätte gerne ein McChicken. Was ist da eigentlich für eine Soße drauf? Mayo. Kannst du mir statt Mayo Süß-Sauer-Soße drauf machen? Geht das? Also ich kann den Mayo weglassen und den Süß-Sauer mitgeben. Ja, okay, dann machen wir das so. Außerdem noch ein Big Mac ohne Soße und dafür die Western-Soße dazu. Western-Soße habe ich leider nicht da. Barbecue? Barbecue? Ja, Barbecue machen. Hi, dankeschön. Ciao, ciao. Freunde, ihr fragt euch sicherlich, was wir heute für ein Video aufnehmen. Wir drehen heute ein Video, wo wir nur Fastfood unter 500 Kalorien essen werden. Wir haben jetzt auch schon die ersten zwei Burger geholt. Es wird lecker. Es wird lecker und wir gehen einmal zu. Dann noch zu. Auch zu. Und zu guter Letzt. Ja, Freunde, wir werden das Ganze dann auch ranken, wer am besten performt hat. Erste Mahlzeit werden sein McDonald's, Freunde, aber nicht irgendwas. Erste Mahlzeit werden sein McDonald's, Freunde. Genau, genau so ist es. Aber nicht irgendwas von McDonald's. Aber den hier kriegst du, ne? Genau. Und den krieg ich. Wir haben hier nämlich einmal den Big Mac und den McChicken Classic, aber wir haben das Ganze jeweils ohne Soße bestellt, weil jeweils nur die Soße 140 Kalorien hat und wir sind ausgewichen einmal zu Barbecue-Soße und Süß-Sauer-Soße. Genau. Barbecue-Soße gibt es für den Big Mac. Die Süß-Sauer-Soße gibt es für den McChicken Classic. Rest in Peace. Freunde, und zieht euch mal rein. Also ohne Scheiß, wenn ich so einen Big Mac sehe, das sieht schon echt extrem... wo ist euer Salat? Hey, die hat keinen Salat bei dir drauf gemacht. Komplett plain, Digga. Ja, auf jeden Fall. Fängt schon mal gut an. Big Mac. Ohne Soße. So. Oh. Und Freunde, die Barbecue-Soße hat natürlich auch Kalorien, aber... 45. Ja. Absolut nicht so viel wie die. Und die Süß-Sauer hat 25. Ich bin brutal gespannt, wie das Ganze schmecken wird, weil Barbecue-Soße auf dem Big Mac hatte ich so noch nicht. Aber ich glaube, das kann schon geil werden. Warte mal. So, Freunde, jetzt wird erstmal probiert. Mhm. Boah, Digga, das. Komm mal überall raus, ne? Mhm. Mmh. Boah. Also eigentlich ist ja beim Big Mac so das geilste die Big Mac Soße, aber ich muss ehrlich sagen, ein Big Mac mit Barbecue Soße schmeckt überragend. Ja. Billys Big Mac hat nur 398 Kalorien und meine Mahlzeit hat nur 269 Kalorien. Wenn man Fastfood isst, kann man ein bisschen an Kalorien sparen. Mhm. Üblicherweise hätte nämlich der Big Mac über 500 Kalorien, das Ding hätte auch 120 Kalorien mehr, beziehungsweise ein bisschen mehr. Also der größte Trick bei Fastfood ist immer schön die Soße entweder ganz wegzulassen oder auszuwechseln. Könnten auch noch den Käse weglassen, dann würden es noch weniger Kalorien sein, aber macht es auch keinen Sinn mehr und schmeckt es irgendwo auch nicht mehr. Aber ich bin gespannt, was wir heute noch so essen werden und ich bin gespannt, was am besten abschneidet bis jetzt. Der Big Mac kann sich so sehen lassen. Willst du ausschneiden, wie dein Burger schmeckt oder nicht? Mhm. Dafür, dass es nur Chicken, Brot und Soße ist, schmeckt es gut. Also ich weiß gar nicht, ob da normalerweise Salat noch drauf ist. Ist es. Ja, ich glaube, dann wäre es noch geiler, aber so geht auf jeden du Fall fresh. Du kannst Salat haben. Mhm. Voll lecker, Mann. Der war schön frisch. Mhm. Hast du schon gekleckert? Ja. Killer. Normal. Sehr gut. Freunde, hier ist McDonald's. Da hinten ist auch schon direkt BK. Subway ist wieder offen. Hä, wie geil, oder? Ja. Ui, weil die haben renoviert. 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 Boah, die sehen schön aus. Boah, schönes Subway, schönes Subway. Geil, Mann. Richtig geil, überragend. Das geht. Ui, super. Toll, ich freu mich. Ich hätte gerne ein Big King mit nur einer Scheibe Käse. Dann noch ein Long Chicken ohne Mayo. Kann man statt Mayo süß-sauer nehmen? Ja, okay. Okay, ja, dann machen wir ein Long Chicken ohne Mayo und süß-sauer. Genau, richtig. Das wär's. Nee, das wär's. Dankeschön. Super. Dankeschön. Hä, passt das? Big King, so günstig und Long Chicken, das hält nicht. Ey, ich habe gerade gedacht, so, wo ist die Frau hin, die hier so lange gearbeitet hat, weil das ist die coolste eigentlich. Also nicht heute, aber die Tage davor und auf einmal ist sie da. Aber das krasseste jetzt schon mal zu sagen, zwei ungefähr gleiche Burger und wir haben bei Mc's 9,50 € bezahlt und bei BK haben wir gerade mal 4,50 € oder 4,30 € bezahlt. Das geht ab. Ja, wie geht das? Das ist krank, ne? Das ist komplett krank. Big King 2 €, Long Chicken 2 €.
hier, mein Lieber. Danke, Mann. So, Freunde, wir haben ja gesagt, wir werden unter 500 Kalorien essen. Die ersten zwei Burger waren schon deutlich unter 500 Kalorien. Das ist jetzt einer, der genau an der Grenze quasi ist, wenn man eine Scheibe Käse nimmt. Und man hat quasi noch den vollen Genuss. Boah, Digga, es ist komplett warm. Komplett warm. Hast du gerochen, dass der warm ist? Ich hab's gespürt. Hey, warte, der Big King wollte nicht ein Big King XXL holen? Nein, Digga. Zu krank mit 500 Kalorien. Keine Ahnung. Okay, jetzt sag mal, wie der aussieht. Boah, also ich finde, Burger sind schon schön, ne? Genau, hier könnte man jetzt auch einfach die Soße noch weglassen und sich irgendeine andere Soße ziehen. Dann hätte man auch nochmal ordentlich Kalorien gespart. Nur wollen wir das nicht bei jedem Burger sehen. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr wirklich komplett Kalorien sparen wollt, lasst die Soße weg, holt euch Ketchup oder irgendeine andere Soße. Hauptsache jetzt kein Mayo nochmal, weil der macht irgendwo keinen Sinn. Nee. Aber ich probiere jetzt, Freunde, komplett heißes Ding. Mhm. Ist gut? Boah. Geil, ne? Mhm. Der riecht auch richtig juicy. Freunde, wenn ihr übrigens so einen ehrenhaften Shaker wollt, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung aus. Goldener MyProtein Shaker, die Weihnachtszeit einfach Premium. Yes, und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann immer über den Link kaufen, falls ihr Supplements braucht oder Klamotten, Sportklamotten. Genau, man spart quasi mehr als auf der Seite, immer mit dem Athletencode. Genau. Und Freunde, ich habe hier übrigens Wasser drin mit Zitronen und Ingwer. Das ist halt so ein Metallshaker und da schmeckt es einfach unnormal Premium raus. Ja. Erstmal. Daran merkt man, dass diese Frau die größte Ehrenfrau ist. Das ist übrigens die Frau, die bei der 30 Burger Challenge, ich glaube, das zweitmeistgeklickteste Video überhaupt. Da haben wir irgendwie über 200.000, da war sie auch am Start. Deswegen, Liebe geht raus. Vielleicht bringt sie uns ja Glück. Und wenn ihr wieder eine Kalorien-Challenge sehen wollt, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß gerade nicht, warum ich das sage, weil jetzt gerade habe ich Bock darauf, weil ich gerade richtig Bock habe zu essen. Aber wenn man dann 20.000 Kalorien-Challenge wird kommen. Also, wenn dieses Video 1.400 Likes hat, dann machen wir die 20.000 Kalorien-Challenge. Also jeweils 20.000. 1.400 willst du? Was? Das Gelände verlassen. Run. So, Freunde, nochmal eine kurze Einblendung hier. Und zwar haben wir die letzten zwei Videos immer mit diesen Pacama-Sachen trainiert. Also quasi mit dem Rucksack, der das komplette Equipment, was man braucht für so ein Homeworkout, alles in der Tasche hat. Nochmal ein kleiner Reminder, Freunde, wenn ihr immer noch kein Weihnachtsgeschenk habt und noch was braucht, beziehungsweise wenn ihr euch selbst noch was holen wollt, könnt ihr immer noch mit unserem Code ENGELSXMESS 50 Euro auf diese Tasche sparen. Das Ganze wird auch noch vor Weihnachten ankommen, weil das Ganze mit Expressversand verschickt wird, wenn ihr es bis Montag 11 Uhr morgens bestellt habt. Also, Freunde, wenn ihr noch ein Geschenk braucht, beziehungsweise euch selber noch was holen wollt, was vor Weihnachten ankommt, mit diesem Rucksack, mit unserem Code ENGELSXMESS kriegt ihr 50 Euro Rabatt. Und Freunde, ihr könnt auch einen gewinnen. Einfach Willi und mir auf Instagram folgen, Arthur Engelhardt, Willi Engelhardt auf Insta oder in der Beschreibung sind auch unsere Insta-Links und unserem YouTube-Account folgen. Das war's auch schon, dann könnt ihr auch so einen gewinnen. Ja, Freunde, weiter geht's mit dem Video. Ich würde sagen, essen wir mal. Auf Ehre, Freunde, wir suchen jetzt erstmal ein neues Plätzchen. Auf jeden Fall perfekt, Willi ist gerade 1 Meter vom Parkplatz weggefahren. Und weiter geht's. Über 1200. Okay, 1200 Likes und wir machen das. Also einfach damit wir jetzt schon den Algorithmus ein bisschen pushen. Also wenn ihr uns pushen möchtet, das ist einfach so, was ihr machen könnt. Jeder, der guckt, einfach nur liken. Das rankt unsere Videos einfach 5000 Mal besser hoch. Wir sind gerade irgendwie so auf dem Plateau. Das ist natürlich nicht schlimm. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der am Start ist. Also die Community ist eigentlich immer am Start, aber... Die Community ist strong. Genau, wenn ihr wollt, dass die Community noch weiter wächst, dann immer liken und einfach einen Algorithmus-Kommentar reinhauen. Wird uns auf jeden Fall sehr viel bringen und das Video durchgucken, auch wenn jetzt nicht... Ja. Durchlaufen lassen, Watchtime. Watchtime. Watchtime ist Ehre auf YouTube, Freunde. Ja. Okay, wir sehen hier die Sweet Sour Dip. Dipovic. Long Chicken. Ey, ich finde das so killer von ihr, dass sie mir einfach ein Messer dazu gegeben hat. Daran merkt man, es ist günstiger bei BK und Service ist besser. Stimmt. Run. Freunde, BK oder Mac ist ab in die Kommentare. Kalorienhacks bei The Engelhardt Bros. Schmieren. Schön gleichmäßig überall. Schön warm auch. Also ohne Witz, Freunde, Easter Egg, immer irgendwas beim Burger ändern, dann kriegt ihr immer einen neuen, frischen, warmen Burger. Digga, aber die waren todesschnell auch, ne? Mhm. Boah. Und? Mhm. Der Long Chicken schmeckt auch besser als der mit Mayo, weil mit Mayo ist einfach viel zu fett. Ich mag das nicht so, wenn es so fettig ist. Nee, der ist viel zu flurby. Und Mayo sind halt einfach so todes viele Kalorien, die man sich auf jeden Fall sparen kann. Genau, der jetzt hat 480 Kalorien, aber mit Mayo hätte er auch nochmal irgendwie 120 Kalorien mehr. Mhm. Also ihr seht, diese ganzen Soßen, die da draußen sind, echt einfach geisteskrank, so was die Kalorien hochpusht. Ja. Die Soße hat jetzt, glaube ich, um die 25, 30 Kalorien. Ja. Also nochmal über okay. 110 Kalorien gespart. Ja. Ja,
würdest du sagen 1 bis 10? Ich würde sagen 8 von 10. 8 von 10? Ja. Whopper ist mein Lieblingsburger hier. Ich mochte damals Melzi Chicken Burger, Long Chicken, Crispy Chicken, dann weiß ich gar nicht mehr gefeiert. Aber der hier jetzt, der war richtig fresh. Und wenn man den Long Chicken ohne Mayo nimmt, schmeckt er definitiv besser. Also ich würde auch sagen 8 von 10 solide. Okay, Freunde, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Subway, BK, Mc's. Also, man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten, ne? wenn man es mit Fastfood hat. Man denkt ja immer, Subway ist so das Gesündeste, mit den wenigsten Kalorien und... Macht am besten satt. Also ich bin auf jeden Fall ein heftiger Subway-Fan. Ich bin aktuell fast einmal die Woche bei Subway bei. Donnerstags ist der Sub des Tages Chicken Fajita. Und das ist lecker und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und holen uns erstmal einen geilen Sub. Let's go, Freunde. Alright, Freunde, wir haben uns jetzt erstmal eine schöne Aussicht gegönnt. Und hier ist auch schon der Sub. Willst du ihn raus? Soll ich ihn raus? Ich will ihn raus. Hol ihn raus, Freunde. Hä? Was denn? Keine Ahnung. Beginning to look a lot like Christmas. Ich weiß nicht, was du meinst. Seit es mit Jalapenos, weil Arthur eine ist, hat er keine Jalapenos, weil ihm das zu scharf ist. Check das ist ein kleineres Hälfte. Verdammt. So, Freunde. Und Freunde, wir haben jetzt hier einen Fajita-Saft, wie gesagt, mit Honey Oats, Frischkäse, allem, also komplett alles an Gemüse, was geht, außer Oliven, weil genau. Oliven ist das Einzige, was noch ein bisschen mehr Kalorien hat. Muss man jetzt nicht unbedingt sparen, weil Oliven auch echt so eine Teile sind, wenn die nicht unbedingt eingelegt sind. Und das Ganze hat unter 300 Kalorien pro Hälfte, also geht auch übelst fit. Wenn ihr das noch welches mehr, haben wir? Sweet Chili. Genau, wenn ihr das noch mehr, sag ich mal, Protein-konform haben wollt, dann holt ihr euch einfach Doppelfleisch. Double Beef. Mhm. Ja, Mann. Ich esse den. Auch extrem oft mit Frischkäse, so von alleine. Mhm. Den Frischkäse schmeckt man am meisten raus. Also Freunde, Subway geht einfach immer, man fühlt sich danach auch nicht so eklig, wie wenn man zum Beispiel bei BK oder Mc's war, wobei es heute eigentlich auch im Rahmen ist, also ich habe mich danach nicht so eklig gefühlt. Ich denke, es liegt auch klar am Burger an sich, aber vor allem auch an den Soßen, denke ich, auch noch ein Teil dazu bei, aber solide 8,5 von 10 heute. Mhm. Tschüss. Genau. Oh yes, Freunde. Letztes Drive-In, KFC. Wir haben gerade geguckt, was es so an Low-Calorie-Sachen gibt. Wir haben einige Burger, die auch unter 500 Kalorien haben. McDonald's und Burger King natürlich auch. Die kleineren Burger wie Cheeseburger, Chickenburger, also diese Standard-Burger oder Hamburger. Aber wir haben extra ein bisschen dickere Burger genommen, weil es, finde ich, interessanter ist. Hier gibt es eine Rice-Box oder gab es eine Rice-Box. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt, aber werden wir sehen. Die hat 500 Kalorien und hört sich auf jeden Fall extrem spannend an. Jetzt wurden wir überholt. Fuck. Son. Ich fahre dabei. Let's go. Und jetzt gucken wir erstmal, ob es eine Ricebox gibt, guys. Let's have a look, guys. Yeah. Ricebox in Softdrink. Ui. Ja, dann nehmen wir das. 500 Kalorien, genau. Let's wenn wir dann go. Zwei Ricebox plus Softdrink holen. Auf jeden Fall. Pepsi Max. Das ist das Geilste an KFC. Das ist der einzige Laden, der Pepsi hat. Ja, Mann. Pepsi Max ist Liebe, besser Freunde. Als Cola Zero. Punkt. Ja, wenn ihr es nicht so findet, schreibt es nicht in die Kommentare. Tschüss. Weil ihr habt dann keine Ahnung. Genau. Tut mir leid, Freunde, aber hier machen wir keine Ausnahmen. Ihr habt da echt keinen Plan. Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. Nun, geht das nicht? Freunde, eigentlich klappt das besser. Wir wurden jetzt mit Pepsi abgespeist. Mehr kriegen wir leider nicht. Stößchen, auf dass die Ricebox gut wird. Kann man sagen, was man will, ne? Pepsi ist das Beste. Ja. By far. Und jetzt sagt mir nicht sowas wie, Pepsi schäumt zu viel. Right, Freunde, wir machen jetzt guten Riceboxes auf. Ich bin brutal gespannt und es sieht unnormal gut aus eigentlich. Also wir haben hier einen Salat, glaube ich. Ja, was willst du noch? Wir haben hier einen Salat mit einem Dressing, das sieht aus wie Joghurt-Dressing. Hier haben wir schön Reis mit Gemüse, Chicken, Bites sind das, glaube ich. Da unten ist auch eine Soße. Sieht aus wie Salsa oder so, aber ist eh kein Salsa, aber ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir testen das Ganze. Oh yes, ich bin brutal gespannt, weil das ist jetzt mal was ganz anderes. Eins ist scharf, eins ist nicht scharf. Mal gucken, ob Arthur scharf bekommt oder nicht. Boah, ist komplett smooth, ne? Boah, das ist... Probier mal Reis. Ja, mein Reis hat eine minimale Schärfe, aber ich glaube nicht, dass das ist. Ist was komplett anderes und ich wusste bis heute nicht, dass sie sowas haben. Ich finde das auch richtig geil. Soll einfach genau 500 Kalorien haben, das Ding. 500 Kalorien. Dann haben wir hier Reis, wir haben hier Chicken. Klar, wäre geiler, wenn das nicht frittiert wäre, damit man noch ein paar Kalorien spart. Dann haben wir hier so einen Salat. Gucken, wie der ist.
Doch, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Haut mich nicht um, der Salat, aber der Rest, also ist okay. Also ist mal was anderes, sage ich mal. Weißt du, ich meine, weil wie oft hast du Bock auf irgendwie Fastfood beziehungsweise so schnell was zu essen holen? Und wobei, wenn man, ja, das so ein Zwiespalt. Also ich bin allgemein so ein Typ. Ich würde mir jetzt nicht einfach so ein Bucket nur mit Chicken holen. Auch nicht. Und davor würde ich mir halt das hier holen, weil ich so Variationen brauche und nicht nur Fleisch essen will. Ja. Oh yes, Freunde, heute wurde ein neues Video gedreht. Wir haben hier gerade die Ricebox vom KFC. Wie das Ganze schmeckt und was wir heute gemacht haben, seht ihr aber am Sonntag, ne, Willi? Mhm. Freunde, gönn it in. Peace, YouTube. Peace. Und, was sagst du? 1 bis 10? Auf 3 sagen wir. 1, 2, 6,5. Ja, also ich muss sagen, hat mich überhaupt nicht überzeugt eigentlich. Es ist zwar, es schmeckt gut, nicht falsch verstehen. Wenn man verhungern ist und nicht zu essen hat und sich das braucht. Ja, dann ist das sowieso geil, aber viel zu wenig Chicken, finde ich. Jo, die waren echt viel mehr Reis, das, Digga, das waren 3 Häppchen. Mhm, und also irgendwie war gar nicht viel, war nix. Ich sag mal so, das ist auch nicht verwunderlich, dass das Ganze 500 Kalorien hat, wenn es einfach nicht eine große Menge ist. Und man darf nicht vergessen, dass es eigentlich Hähnchenfleisch nur ist. Sagen wir mal BK oder Mc's. Da war BK besser. BK und Subway würde ich aber auch dann Subway sagen, ja, weil Subway hat einfach viel mehr Gemüse drauf. Das Subway macht viel satter. Ja. Man kann bei Subway noch aussuchen, dass man extra Chicken will. Man kann einfach immer so viel. Man bestimmt quasi, wie healthy bzw. wie viele Kalorien dein Essen hat. Und das finde ich extrem geil. Klar kann man das auch noch bei den anderen Fastfood-Ketten beeinflussen. Also nicht man kann nicht so stark. Und ich finde, nach dem Sub fühlt man sich immer am besten. Also wenn man wirklich Hunger hat und ein Sub isst, danach fühlt man sich nicht so unverständlich. Aber wenn du richtig hungrig zu BK oder zu Mc's gehst, dann danach bist du Matsche. Also danach und ist jedes Mal so bei mir, okay, dann denkt man erstmal, okay, geil, ich bin jetzt satt. Mhm. Aber direkt 5 Minuten danach hat man einfach keine Energie. Das ist so, als ob es wie ein Energieräuber bei mir immer. Ja, wegen der Verdauung, weil einfach keine Mikronährstoffe drin sind. Das soll es aber auch mit dem Video gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat und ihr noch solche Videos sehen wollt, wo wir zum Beispiel Fastfood mit den wenigsten Kalorien essen oder irgendwie sowas in der Art, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, lasst ein Like da und ein Abo. Und ein Kommentar, Freunde. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.